mir heute so viel Haarspray reingesprüht. Das sieht so komisch aus heute. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Trommelwirbel, Klarträume. Ja, um Klarträume, und ich bekomme oft Fragen von euch, und auch die Fragen werde ich beantworten. Also ich werde auch auf Fragen eingehen. So, ich bekomme so oft die Frage gestellt, wie fühlt sich ein Klartraum an? Oder ich habe das geträumt und war das nun ein Klartraum? Ein Klartraum kann sehr realitätsnah sein, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Du musst dir das so vorstellen, dass du, wenn du einen Klartraum hast, deine eigene Welt erschaffen kannst. Wenn du ein Krokodil streicheln willst, dann streichelst du ein Krokodil. Wenn du 10 Hunde haben willst, dann hast du 10 Hunde. Wenn du vor dem Schloss von Mario stehen möchtest, kennt ihr Super Mario, dann stehst du vor dem Schloss von Super Mario. Du kannst dir deine eigene Traumwelt erschaffen, ja, positiv wie auch negativ. Denn ich wurde auch oft gefragt, was ist, wenn ich Negatives träume? Du steuerst das alles. Wenn du negative Gedanken hast, dann lass das, weil deine Traumwelt soll doch gut sein, positiv sein. Ein Klartraum kann immer anders sein, deswegen hat es auch nichts mit der Realität zu tun. Du kannst dennoch fühlen oder schmecken oder hören oder tasten oder ja, Gefühle spüren zum Beispiel. Dennoch kannst du das zum Beispiel auch mal nicht. Also du musst nicht immer sehen, du musst nicht immer fühlen, du musst nicht immer tasten. Stephen LaBerge oder Stephen LaBerge, wie auch immer der Name ausgesprochen wird, ist der erste Wissenschaftler, dem es gelang, luzide Träume im Labor nachzuweisen. Das ist eine bewiesene Sache. Meine Klarträume sind sehr unterschiedlich. Sie fühlen sich auch nicht immer alle echt an. Dennoch träume ich bewusst, und das ist der springende Punkt. Du weißt, dass du träumst. Also du weißt, dass das nicht echt ist. Während eines normalen Traums hindert das sogenannte Traumparadigma, ich glaube so heißt es, den Traum als solchen zu erkennen. Das bedeutet, man wacht morgens auf und denkt, okay, ich habe doch geträumt, aber warum wusste ich davon nichts? Oder warum habe ich das nicht gemerkt? Das hätte ich doch merken sollen. Und die Schwierigkeit des Klarträumens besteht darin, dass Traumparadigma, ja, zu überlisten und den Traum wahrzunehmen. Es werden dann auch gewisse Gehirnregionen aktiv, frag mich jetzt nicht welche, und du kannst dann halt ja den Traum steuern oder auch bewusst wahrnehmen. Sehr interessant, es gibt gute Bücher, also sehr, sehr gute Bücher. Ich merke zum Beispiel auch, wann ich anfange, also auch sehr interessant, also mir wurde da auch gesagt, dass ich fortgeschritten bin, also ich bin dann kurz vor dem Klartraum und breche es dann ab. Also es gab auch Nächte bei mir, da wollte ich nicht klarträumen. Ich kann es euch schlecht erklären. Es wurde auch oft gesagt, naja, vielleicht ist das auch eine Astralreise gewesen. Das ist auch nochmal was ganz, 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 ganz anderes. Also man kann Klarträume von Astralreisen unterscheiden, definitiv. Bei einer Astralreise verlässt der Geist das Bewusstsein, also den psychischen Körper, und du kannst dich zum Beispiel auch im Schlaf beobachten. Du kannst dein Umfeld jedoch nicht verändern. Wenn du klarträumst oder wenn du Klarträume erlebst, kannst du dir deine eigene Traumwelt erschaffen, wie gesagt. Das kannst du bei einer Astralreise nicht. Du kannst dich zwar wegbeamen oder du kannst mit anderen Lebewesen oder mit Toten sprechen, aber dein Umfeld bleibt gleich. Eine Astralreise kann zum Beispiel auch spontan vorkommen, muss nicht immer unbedingt erzeugt werden, oder viele erleben das auch, wenn die Schlafstarre kommt oder kurz nach der Schlafstarre oder kurz vor der Schlafstarre. Ich weiß es nicht so genau. Viele Menschen erleben das wohl auch unter Drogeneinfluss, habe ich gelesen. Und ich habe letztens gelesen, dass ein Mann eine Herz-OP hatte und sein Herz stand still und er hat seinen Körper verlassen und konnte die OP von oben beobachten. Sehr krass. Also ein Klartraum kann sehr real sein, sehr real. Dennoch hat es immer einen Traumcharakter. Ja, du kannst dir deine eigene Traumwelt erschaffen, die du, wie gesagt, real erleben wirst oder kannst oder musst du nicht immer. Dennoch ist es nur ein Traum, den du bewusst
auslebst. Es ist ein sehr großes Thema. Ich habe heute nicht alles angesprochen, das geht auch gar nicht. Und zum Beispiel, ja, fällt mir gerade ein, kann man Klarträume aus einem Wachzustand auslösen, also das Klarträumen. Auch sehr, sehr interessant. Meine Träume, meine Klarträume waren bis jetzt alle positiv, weil ich das halt auch so steuere. Ich habe viele tote Menschen wieder getroffen, hört sich komisch an, aber ich konnte auch bewusst Fragen stellen. Das ist halt für mich sehr gut gewesen, gerade dann, wenn man sich nicht verabschieden konnte. Kann man das, auch wenn der Traum nicht echt ist, trotzdem machen? Versteht ihr das? Es ist eine Erlösung für mich gewesen. Ich konnte mich verabschieden und das war toll. Und das war immer realitätsnah. Ja, das hat sich immer sehr echt angefühlt, obwohl das trotzdem meine Traumwelt war. Ja, und ich bin froh, dass ich das kann und ich bin froh, dass es solche Träume gibt, definitiv. Sie haben mir geholfen. Schreibt mir eure Fragen gerne in die Kommentarbox. Ich werde sie beim nächsten Mal beantworten und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Happy Klarträume. Träumt schön und passt auf euch auf. Bis bald.